So, ihr Lieben, herzlich willkommen zu den Neo-Nerd Time Trails. Diesmal mit einem Tesla Model X. Und wir werden sehen, was das Model X kann. Es ist vollkommen leise und absolut geräuschlos. Trotzdem können wir mit Handbremse rum. Aber gerade eben, jetzt geht's richtig ab. Jetzt wollen wir vorwärts. Der Elektroantrieb drückt das Fahrzeug. Wir rutschen weg. Das Fahrzeug ist deutlich schwerer, als wir angenommen haben. Nochmal zurück. Wir schalten das ESC komplett aus. Vielleicht hilft es ja ein bisschen. Handbremse rum. Diesmal auf die Geschwindigkeit achten. Hinten der Flügel geht hoch und runter, um die Aerodynamik anzupassen. Jetzt mit Geschwindigkeit über die Kuppe. Wir kommen schräg auf. Das ist ungut. Kann es sich noch retten? Gerade eben kriegen wir noch die Kontrolle zurück. Nein! Ei! Unschön. Letzter Versuch für das Model X dieses Mal. Es geht schon richtig hart in die Federn. Der Launch-Modus war aktiviert. Ersten Checkpoint traumhaft bekommen. Jetzt heißt es aufpassen, dass wir nicht schon wieder irgendwie... da rutscht es ein bisschen beiseite. Lässt sich aber doch recht gut wieder auffangen. Könnte trotzdem was werden. Aufpassen, dass wir diesmal den Sprung nicht übertreiben. In die Kurve mit dem schweren Klotz. Vorsichtig zur Schikane anbremsen. Aber auch hier hat das Tesla Model X wieder Probleme. Und wir müssen tatsächlich hart Offroad nachbessern. Oh Mann. Dieses Auto möchte nicht so, wie wir wollen. Es fühlt sich nicht zu Hause Offroad, wobei es sich auch nicht auf der Straße zu Hause fühlte, offensichtlich. Es zieht auch schon von alleine in die Rechtskurve inzwischen. Wir müssen es gleich nach dem Finish nicht noch extra kaputt fahren. Aber komm, wir ziehen es jetzt einmal noch ins Finish. Ja, das hat einiges mitgenommen. Das ist keine gute Zeit. Überhaupt keine. Es ist nicht mal in den... Was? Doch, da. Es ist gerade eben in die Top 30 gerutscht. Ich sage danke fürs Zusehen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.